Hallo Leute, hier ist der Maxwell mit Folge 10 von meinem Push Richtung Legendenliga. Wir legen heute los bei 4430 Pokalen, was ja, ein Personal Best für mich ist. Von daher, wenn es normal läuft, werden wir heute ein neues Personal Best erreichen. Wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen können, was wir für spannende Bases finden. Und ja, würde ich sagen, legen wir einfach los. Aber zuerst seht ihr ja, dass ich relativ viel Loot hier eingesammelt habe. Da wollen wir natürlich nichts verschwenden, deswegen müssen wir ein paar Upgrades machen oder dürfen wir ein paar Upgrades machen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und wir machen ein paar Mauern, so wie üblich. Wir werden mal schauen hier, welche wir am besten mal nehmen. Die sieht ganz gut aus. Machen wir mal mit Elixier und dann noch eine mit Elixier und eine mit Gold, direkt die daneben. Dann haben wir, Bauarbeiter wird bald frei, von daher sammeln wir mal ein bisschen Gold, sparen wir noch mal ein bisschen was. Wir können jetzt auch unsere Schatzkammer einsammeln. Dann haben wir auch wieder genug Elixier, um für die nächsten Armeen ja, gerüstet zu sein, sag ich mal, oder genug auf jeden Fall zu haben, damit wir die trainieren können. Und ja, dann können wir, denke ich, jetzt loslegen mit den Angriffen. So, die erste, die wir heute gefunden haben, hier relativ interessant, wieder eine Base mit Dead Zone in der Mitte, also ja, kein Gebäude, die irgendwie die Truppen anziehen würden, außer dem Rathaus und dem Adler halt. Ansonsten ist er fast komplett maxed out als Rathaus 10. Die Defenses sehen soweit alle nach Max Level aus. Ein paar Mauern hat er noch vor sich, aber ziemlich starke Base auf jeden Fall. Fangen hier an mit der Queen. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie so einen Weg uns hier wieder aufbrechen, dass wir in Richtung Mitte kommen können und dann dort. Ja, trotzdem er das so gemacht hat mit dieser Dead Zone, dass man da eigentlich nicht rankommt, trotzdem unser Ding machen können und das Rathaus natürlich holen, weil wir wollen logischerweise, wollen wir zwei Sterne natürlich haben, drei wären auch gut, aber mindestens zwei Sterne haben, dafür brauchen wir das Rathaus. Von der Pokalanzahl her ist er ein bisschen unter uns, also in Titan 3, von daher werden wir jetzt keine 40 hier als Angebot bekommen haben, aber ein paar sind das schon. Königin ist jetzt gestorben, das war nicht so ganz geplant, aber keine Panik auf der Titanic. Wir können trotzdem hier noch was hinkriegen. Wir haben schon eine Seite des Weges freigemacht, von daher, das sieht gut aus. Es ist auch relativ wenig DPS in der Mitte, von daher können wir die Tunnelgräber einfach, die Miner uns einfach aufheben und dann damit später dann ja, in Richtung Mitte gehen und das Rathaus uns holen. Soweit jedenfalls erstmal der Plan. Der Magierturm hier, der muss allerdings noch weg. Ich benutze nochmal einen Mauerbrecher, um den King hier vielleicht wieder rauszuholen. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Glück an der Stelle, indem halt der King und ein paar Valkyren in Richtung Mitte gehen. Das war so nicht geplant, da kann ich jetzt halt dann meine Miner benutzen, um einfach mal ein paar Prozentpunkte hier zu holen. Der Warden war halt eigentlich für die auch geplant. Ja, hat jetzt hier nicht so den Rieseneffekt in dem Kampf, von daher hätte man auch jetzt als Rathaus 10er hier sich holen können, den Tooster auf diese Base, aber sei es drum, wie wir ans Ziel kommen, ist am Ende des Tages egal, nicht der beste und koordinierteste Angriff, aber improvisieren, immer wach sein und dann kann man häufig nochmal den zweiten Stern dann holen, von daher, ja, am Ende des Tages doch alles gut, 14 Pokale, das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung und wir gehen weiter zum nächsten Angriff. Und hier haben wir eine sehr, sehr populäre Base gefunden, also wenn ihr mal jetzt vorhabt in Richtung Legendenliga zu pushen, baut euch diese Base nach und trainiert auf die oder lasst sie euch nachbauen von Clan-Kameraden oder so, weil die sieht man hier oben so ungefähr 123.000 Mal so von Titan 3 bis ja, bis man dann irgendwann in Richtung Legende vielleicht kommt. Ich habe die jedenfalls sehr, sehr oft schon gesehen und von daher ja, die so anzugreifen, das ist so ein bisschen so ein No-Brainer für mich, wie man sagt. Ich weiß genau, was ich machen muss, so ungefähr. Aus der Clanburg kommt ein gigantischer Miner hier, ein ganzer Miner. Also keine Ahnung, was das war. Da habe ich auf jeden Fall leichtes Spiel gehabt, natürlich. Ansonsten muss man halt hier, in meinem Fall, mit meiner Army, die Queen einfach in das eine Compartment reinkriegen. Die macht dann die eine Seite vom Funnel. Dann setzt man halt den Golem, die Valkyren, den King und macht dann jetzt die dicke Seite hier, den ganzen Rest weg. Und dann kann man halt dann die Miner direkt zum Rathaus schicken und sich den sicheren Two-Star halt holen. Die Queen hat sich jetzt entschieden, hier nach unten doch zu gehen, von daher
Ich habe wieder sehr, sehr lange gewartet. Das ist so ein bisschen wie beim Pokern oder beim, keine Ahnung, beim Fechten vielleicht auch. Wer sich als wer am längsten wartet, wer sich als letztes bewegt und er gewinnt oder so. Deswegen muss man halt wirklich schauen, welche Richtung die Queen dann geht. Und ja, jetzt ist sie dann doch wieder nach oben gegangen. Also das war jetzt so ein bisschen komisch hier, aber sei es drum, mein Kill Squad hat seinen Job gemacht, hat richtig Gas gegeben. Und jetzt habe ich wieder Glück und ist sogar ein bisschen was in die Mitte noch gesprungen. Und jetzt ja, kommen die Miner jetzt an der Stelle rein. Und die werden jetzt sich den ersten Inferno hier holen. Und dann geht es aufs Rathaus zu. Der Golem geht auch nochmal Richtung Mitte, wird ein bisschen tanken. Das ist sehr nice, weil die Teslas, die machen natürlich ansonsten schon eine ganze Menge Damage auch. Der Warden haut auch nochmal drauf aufs Rathaus und wir kriegen es down. Es war schon vorgeschädigt, zum Glück durch die Valkyren ein bisschen. Von daher, ja, wieder den Two-Star geschafft an der Stelle. Also nice, nice. So ist man, wie gesagt, wenn man konstant ist, da ging es ja so ein bisschen in meiner letzten oder vorletzten Folge drum. Wenn man konstant ist, dann macht man auch schönen Progress. War jetzt hier nicht das Riesenoffer, aber wenn man so lange sucht, dann muss man auch teilweise solche angreifen und dann die neuen Pokale einmal mitnehmen. Ja, wir sind jetzt schon wieder auf meiner Homebase. Ihr seht, ich habe schon wieder sehr, sehr viel Gold gemacht. Jetzt inzwischen habe ich ein paar dicke Raids gefunden. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal Gold ausgeben. Werden jetzt hier nochmal eine Mauer machen und ich habe mir überlegt, wir machen sogar noch eine zweite, weil ich ja, kriege so viel Gold hier aktuell. Da mache ich mir keine Sorgen, dass wir in 3 Tagen den Bauarbeiter nicht beschäftigen können. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, so wie es gerade läuft, weil ich doch immer noch relativ viele Angriffe mache. Die Wolken gehen jetzt aktuell gerade wieder ein bisschen. Und ja, von daher sind wir jetzt schon im letzten Angriff für heute, wo wir ein sehr interessantes Base-Layout gefunden haben. Alles ziemlich offen hier. Das spielt mir auf jeden Fall in die Karten, weil bei so offenen Base-Layouts, da kriegt meine Königin halt nicht so viel Schaden. Da kann ich richtig. Ja, richtig was schaffen mit ihr und dann halt dafür sorgen, dass meine Truppen in die richtige Richtung gehen. Von daher freue ich mich über diese Base. Ist jetzt hier ein Champion nur in Anführungszeichen, von daher auch nicht das riesige Offer, was Pokale angeht. Aber soll uns nicht weiter stören. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass man einfach eine Base sieht und die einem gefällt und man die dann angreifen möchte. Das war jetzt in dem Fall hier so und ich fand die ganz lustig, deswegen wollte ich die auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Ja, in der Clanburg ist nichts drin, stelle ich gerade fest. Von daher können wir den Angriff jetzt auch dann starten. Also den Rest vom Angriff natürlich. Mit Golem, König und den Minern hier oben. Die andere Seite vom Funnel machen. Der Adler ist jetzt aktiviert. Ist auf den Golem gefokust, das ist aber okay. Und sobald der King jetzt hier noch ein, zwei Gebäude weggemacht hat, werde ich den Rest der Walküren mit dem dann ja, setzen, dass alles dann auch Richtung Mitte sich bewegen kann. Der Jumpspell, der geht gleich dann auf den Adler drauf und auf den Inferno und dann werden wir einen Wut- und einen Heilzauber benutzen hier in der Mitte, damit die Valkyren halt schön schnell hier alles platt machen können und dabei auch natürlich am Leben bleiben. Und ja, dann haben wir die Mitte jetzt hier zerschnetzelt. Ich habe mich sogar entschieden, dann 2 Wutzauber zu nehmen und den Heil ein bisschen später zu setzen, wenn die halt wieder raus sind, um vielleicht irgendwelche Bomben abzufangen oder sowas in der Richtung. Ja, und an dieser Stelle ist die Königin jetzt down, aber trotzdem sieht alles nach 3 Sternen aus, weil der Rest meiner Truppen hat sich gesammelt hier in der rechten oberen Ecke der Base und wird jetzt zusammen hier, weil es ist natürlich jetzt nicht mehr viel Damage in der Base übrig, die mich irgendwie aufhalten könnte, wird jetzt zusammen den Rest sich hier schnappen. Deswegen gehen wir auch schon mal auf 2x, spulen ein bisschen vor an der Stelle, weil der Rest ist wie gesagt nur noch Cleanup und wir stecken uns nochmal die 3 Sterne hier in die Tasche. Also sehr nice die ganze Geschichte. Machen jetzt mit dem Raid für heute Schluss. Gucken wir mal, was wir bekommen. Ich glaube 7 Pokale, jawohl, 7 waren es und halt guten Loot. Und ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode. 4.515 Pokale. So hoch war ich noch nie. Das erste Mal über 4.500 fühlt sich gut an. Nächstes Mal greifen wir die 4.600 an. Und bis zu dann sehen wir uns später. Ciao.